Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Vorab erstmal eine Frage zu deiner persönlichen Situation oder generellen Situation. Wie würdest du deine aktuelle Situation beschreiben mit Hinblick auf Leistung und auch Fitness gerade im Team? Ich tue mich schwer, meine persönliche Leistung irgendwo zu benennen, aber ich spiele glücklicherweise die letzten Spiele immer und ich denke, dass die Trainer sich da auch ihre Gedanken machen, ob die mich aufstellen oder generell in der Aufstellung auch sich Gedanken machen, wen die auf den Platz stellen. Von dem her mache ich vielleicht nicht so viele Sachen falsch, trotzdem bin ich natürlich nicht da, wo ich sage, wo ich hin will. Ich denke, dass das auch ganz wichtig ist, dass man sich immer weiterentwickeln will und stabiler sein will und ein paar Prozentpunkte immer verbessern will. Was die Fitness angeht, bin ich glücklicherweise verletzungsfrei geblieben und bin von daher, denke ich, auf einem ganz guten Stand. Habe wenig Probleme im Spiel und auch 90 Minuten und danach setzt mir das nicht besonders zu. Von dem her bin ich da eigentlich ganz positiv. Also spätestens zur Rückrunde kehrt dann ja, oder beziehungsweise nach der Winterpause kehrt auch Kuka Engel zurück. Das wird dann ja Mitstreiter sein auf deiner Position. Ist das für dich dann nochmal so ein extra Ansporn oder wie beurteilst du das oder wie blickst du darauf? Zunächst mal freue ich mich, dass Kuka wieder fit ist und dann auch wieder zurückkommen kann und voll mitmachen kann. Das ist ja jetzt schon der Fall, dass er mit uns trainiert. Aber ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken. Unabhängig von dem, der kommt, es kann ja auch immer sein, dass neue Spieler kommen, aber ich schaue da auf mich, dass ich an mein Leistungsmaximum komme und der Rest wird von außerhalb entschieden. Wo siehst du denn gerade bei dir oder auch dann im Team mit Blick auf die nach der Winterpause noch starken Optimierungsbedarf? Ich denke, dass wir aktuell auf einem ganz guten Weg sind, was auch in den Spielen dann teilweise wiedergespiegelt wird. Das natürlich dann nochmal stabiler und über einen längeren Zeitpunkt und auch wiederholt auf den Platz zu bringen. Das muss unser Ziel sein, dass wir eine Serie haben, die wir auch dann ausbauen und vor allem dann auch besser in die Rückrunde starten, als wir es in der Hinrunde getan haben. Alles klar, danke Marcel.